ist wieder Petra Wolf. Schön, dass ihr da seid. Heute zeige ich euch, wie gewünscht, Step by Step, wie man aus einer recycelten Alufolie eine faszinierende Struktur hinbekommt. So, meine Freunde, jetzt fangen wir einfach an. Okay, also. Zunächst besprühe ich die Leinwand mit ein bisschen Wasser aus der Sprühflasche. So, und dann könnt ihr Bastelkleber nehmen oder Binder oder auch ein bisschen Farbe. Ich nehme jetzt einfach Farbe, ich habe jetzt gerade nichts anderes da und das macht nichts. So. Und ihr habt euch sicherlich überlegt, wo ihr die Alufolie hinplatzieren wollt. Also dementsprechend verteilt ihr die Farbe auf der Leinwand. Oder den Kleber oder Binder. So, lala. Sollte schon großzügig sein. Dann nehmt ihr die Alufolie. Bitte schaut, dass ihr die Seite der Alufolie nehmt, weil es ist einfach nachhaltiger und das ist wichtig. So. Ihr könnt jetzt die Alufolie in einem größeren Stück oder in kleineren Stücken aufgeben, also wie ihr das wollt. Es gibt da eine glänzendere Seite oder eine mattere Seite und ich würde die glänzendere nehmen. Aber das ist egal, also wie gesagt. So. Die positioniere ich jetzt dahin, wo ich das haben will. Wenn ihr die Alufolie glatt ausstreift, dann macht es am besten mit einer Silikonspachtel. Oder ihr macht diese Falten. Das schaut auch sehr interessant aus. Das gefällt mir total gut. Ich habe eigentlich meistens so Falten. Finde ich ein bisschen cooler, muss ich gestehen, als ganz glatt. So, und da ist es so. Schaut, dass da genug Kleber oder Farbe da ist und ihr das wirklich schön fest hier auf eure Leinwand bekommt. So, und ihr seht jetzt, dass die Alufolie jetzt auch weiß bestrichen ist, aber das macht überhaupt nichts. Ich arbeite ja mit vielen Schichten, das heißt, die wird immer wieder angemalt und die kann ich aber immer wieder mit Wasser einfach ein bisschen besprühen und dann scheint die Alufolie wieder durch. Also es ist kein Problem, wenn die jetzt einfach ein bisschen bemalt ist sozusagen. Und ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Also hier möchte ich dann nochmal so ein bisschen Knitter haben. Das gefällt mir halt total gut. Ein bisschen Farbe noch. So. Also es ist nicht besonders kompliziert. Und man kann die Seiten auch noch einmal so richtig schön mit der Farbe einstreichen, dass es wirklich gut hält dann. Die sollte sich natürlich nicht lösen, diese Alufolie. Und nachdem ich damit fertig bin, also wenn diese Alufolie schön klebt, dann muss ich das auch trocknen lassen. Also es dauert aber nicht so lange. Es kommt halt darauf an, wie viel Alufolie ich verwende. Das ist jetzt ein kleines Bild. Also so in dem Stil dauert es vielleicht mal eine Stunde oder zwei Stunden. Das geht eigentlich relativ schnell. Was oft passieren kann, ist, dass da so Falten da sind oder so, also so Luftblasen unter der Alufolie. Und das passiert leider einfach. Da kann man nichts machen. Es ist aber auch nicht schlimm. So, also so schaut das jetzt ganz gut aus. Ich kann euch das dann auch anders nochmal zeigen. Ich finde auch da dieses Fitzelchen ganz schön. Also das inspiriert mich einfach. Warum ich auch das mit der Alufolie oft mache, gleich so am Anfang, ist, dass mich die Alufolie, also die Struktur, die da entsteht, inspiriert. Und deswegen finde ich das schon am Anfang immer ganz gut. Und durch so Strukturen bekomme ich dann auch später Tiefe ins Bild. Aber das dauert noch. Also da kommen noch viele Schichten. Ich bin gut ausgerüstet. Ich habe hier ein Teppichmesser. Und vielleicht seht ihr das. Da sind eben so Luftblasen drinnen. Das hebt nicht gescheit. Man kann das natürlich dann noch ein bisschen hier festmachen mit dem Finger.
Aber blöderweise, also achtet ein bisschen drauf, ich schaue schon wieder aus, dass ihr nicht so viel Farbe auf die Finger bekommt. Weil ehrlich gesagt ist es nicht so gut mit der Farbe. Also wenn ihr da mal ein bisschen auf die Inhaltsstoffe guckt, dann ist es doch so, dass da unschöne Dinge drinnen sind, teilweise Biozide und so. Das ist nicht gut für die Haut. Also wirklich da ein bisschen achten, ein bisschen anders als ich jetzt. Und dann schön Hände waschen. Das ist sehr schade, was da in den Farben drinnen ist, ehrlich gesagt. So, und dann, wenn da eben noch Luftbläschen sind, die ihr nicht wegbekommt durch das Streichen, dann schneidet ihr ganz vorsichtig da rein mit dem Teppichmesser. Ja, damit die Luft da entweichen kann, ganz vorsichtig, also nicht mit Gewalt, weil sonst beschädigt ihr eure Leinwand. Und dann macht ihr einfach da so, wo es euch auffällt, dass da Luft drunter ist, schneidet ihr ein bisschen rein. Also ihr braucht doch da gar nichts denken, es kann nichts kaputt gehen, wenn man nicht so fest aufdrückt, aber ihr könnt da ruhig so ein bisschen die Luft rauslassen sozusagen. Und dann geht er wieder drüber und dann seht ihr schon, dann geht da schön die Luft schon besser raus. Und wenn ein bisschen Luft drunter ist, ist auch nicht schlimm, weil wenn es dann getrocknet ist, kann ich das nochmal machen und dann geht sie raus. Also das kriegt man immer super hin. Manchmal muss man halt ein bisschen Geduld haben. So, das schaut doch schon ganz gut aus. Ich sehe schon wieder eine Figur. Aber okay, das inspiriert mich schon wieder. Also das ist wirklich total schön. Und jetzt natürlich schaut das ein bisschen komisch aus, weil das Silber ist ja nicht mehr zu sehen. Nehme ich mein recyceltes Papier. Küchenkrepp ist das. Und dann kann ich einfach ein bisschen Wasser da nochmal drauf tun. So. Also besprühen, das klingt ein bisschen besser. Und nehme jetzt wieder Farbe ab. Und da passiert schon wieder was, weil da sehe ich, da löst sich teilweise wieder die Alufolie. Da werden wieder neue Muster entstehen und das ist ja auch gewollt. Ich lasse mich durch diese Zufälle, die da passieren, einfach inspirieren. Und ehrlich gesagt, während meines Malprozesses hoffe ich auf viele Zufälle, die mir gefallen, die mich einfach inspirieren und die mich begeistern. Die Ränder außen lasse ich da mit Farbe gestrichen, weil das ist dann für die Haftung schon ganz gut. Ist auch oft so, dass man dann später, wenn es abgetrocknet ist, dass da auch ein paar Luftblasen nochmal entstehen oder aber auch manchmal verschwinden. Und das ist alles gar kein Problem. So, meine Lieben, jetzt ist die Leinwand abgetrocknet und hier erkennt man jetzt wunderbar die Struktur. Das ist jetzt alles schön fest. Da hier dieses kleine Teilchen, das ist jetzt einfach so passiert, das inspiriert mich aber. Und das schaut doch schon mal gut aus. Und es ist ja jetzt mit Weiß noch ziemlich bestrichen, das geht aber dann ganz einfach weg. Ich zeige das jetzt nur einfach mal, ich demonstriere das. So, na seht ihr das. Das kann man dann auf alle Fälle die Alufolie wieder freiruppeln. Und dann habe ich sozusagen die wunderbare Struktur und man kann dann einfach mit den weiteren Schichten, um eine gewisse Tiefe zu generieren, weitermachen. Ich habe nicht wirklich einen großen Plan im Kopf, aber das inspiriert mich jedenfalls. Ich finde das schon wieder echt richtig cool. Ich fange jetzt einfach mal an, mit Farbe aufzutragen. Da habe ich mir natürlich schon so ein bisschen was hergerichtet. Ich fange vielleicht jetzt an mit einem dunkleren Blau. Gib das jetzt einfach so drauf. Da habe ich eine intensive Farbe. Es wären ja sehr viele Schichten bei mir immer. Und diese einzelnen Schichten muss man ja auch immer abtrocknen lassen. Sonst klappt es mit der Tiefe nicht. Sonst gibt es dann ein wahnsinniges Mischmasch und keine schönen, reinen Farben mehr. So.
Ich arbeite auch sehr viel mit dem goldenen Schnitt, aber ich glaube, da muss ich ein eigenes Video machen, um das nochmal näher zu erklären. Ich werde jetzt von dunkel ins helle gehen. Ich brauche jetzt den Pinsel nicht auswaschen, weil ich da wirklich ziemlich die Farbe losgeworden bin und ich mache hier da auch schöne Übergänge und dann mische ich ja die Farben direkt auf der Leinwand. Also das mache ich dann nicht so, dass ich da zwischendrin den Pinsel auswasche. Nur ab und zu, wenn ich wirklich ganz unterschiedliche oder so hell und dunkle Farben habe, da muss man das dann schon immer mal auswaschen oder den Pinsel halt auswaschen. Arbeite immer sehr gestisch, sehr groß. Wow, seht ihr das, wie schön das hier schon ausschaut, was das für eine tolle Struktur ist. Diese beiden Farben, die harmonieren ja schon so schön miteinander. So. Ich brauche jetzt hier unten auf alle Fälle noch mal was sehr Dunkles. Dann mache ich jetzt einfach mit Schwarz mal weiter. Also ich gebe jetzt wirklich direkt die Farbe auf die Leinwand. Man kann das auch alles mischen, man kann das machen, wie man will. Aber ich fange oft so an. Das ist jetzt die erste Schicht und die darf ruhig intensiv sein. Ich versuche immer ein bisschen zu mischen, direkt auf der Leinwand. So schöne Farbübergänge zu zaubern. Aber wenn mir was nicht gefällt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Weil, wie gesagt, ich arbeite so lange an dem Bild, bis da so ein gewisser Funke überspringt und ich sage, wow, das ist es. Das ist mein Bild. Und da kann nichts passieren. Also im Grunde, ich male, ich lasse mich treiben, ich bin bei mir. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man da so in den Flow gerät. Und jede Farbe inspiriert mich. Und hier habe ich jetzt echt schon wieder so eine Tiefe. Und in der abstrakten Malerei gibt es so viele phänomenale Techniken, ich dann mit Wasser noch arbeiten kann und Spuren hinterlassen kann. Oder ich ritze direkt in die Farbe rein. Also das ist alles. Ich mache mir da wirklich keinen Kopf und ich will einfach mich verzaubern lassen. So, dann geht's weiter. Ich habe jetzt einfach die Farben mal ein bisschen antrocknen lassen und mache hier noch mal ein bisschen weiter. Ich habe einen frischen Pinsel im Trocknen und dann schaue ich mal. Ich will euch das einfach mit der Struktur zeigen, dass es einfach so voll ausschaut. Mache ich hier noch mal ein bisschen. So. Das schaut ja schon ganz cool aus. Also ich habe da eine bestimmte Vorstellung. Die ersten Schichten, die schauen manchmal, wie soll man sagen, ein bisschen strange aus. Das entwickelt sich, das Bild. Also da braucht man auch manchmal Geduld, es entwickelt sich. Hier will ich jetzt in erster Linie die Struktur zeigen und wie das dann ausguckt, wenn da ein paar Farbschichten drauf sind, weil das wird immer besser, immer besser. So, also ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera sieht, ich werde das dann noch einmal von näher aufnehmen, aber hier schaut das echt toll aus und das
Das Bild hat hier schon an Tiefe gewonnen, durch die verschiedenen Schichten. So, also das ist jetzt nur so ein kleiner Teil, den ich euch da zeige. So, jetzt geht's weiter. Also, ich gebe jetzt ein bisschen Wasser auf die Alufolie. Man kann das ein bisschen einwirken lassen und dann wieder die Farbe abnehmen. Das kann man immer mal so machen, an den Stellen, wo man das gerne will. Teilweise kann man natürlich auch die Alufolie bemalt lassen, natürlich mit der Farbe, mit der entsprechenden. Und das sind ja dann auch immer andere Farben, die hier so durchschillern. Also wenn das jetzt so sieht, da ist es so leicht grün, bläulich. So, aber natürlich, man kann noch mehr Wasser auftragen, bisschen warten und dann nochmal Farbe abnehmen. So. Und so kreiert man ein schönes Bild. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich habe euch das gut zeigen können mit meiner Struktur, wie ich die hergestellt habe mit der recycelten Alufolie. Wenn ihr Fragen habt oder wenn euch noch ein anderes Thema interessiert, dann schreibt mir einfach in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!